So, einen wunderschönen guten Morgen. Hier fahren wir gerade an meinem Weizen vorbei. Hier ist tatsächlich das einzige Stück, wo ich Lager habe. Hier vorne am Rand. Und gleich werdet ihr sehen. Hier vorne unten in der Senke, wo der Düngerstreuer überlappt hat im Keil. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinen Ernte-Vlogs. Vlog-Abenteuer. Oh, bin müde, Leute. Bin müde. Habe euch gestern Abend noch Material, oder Max noch Material hochgeladen. Wären einfache Vlogs, könnte ich eigentlich selber fix schneiden. Aber ja, bin dann 23 Uhr im Bett gewesen, 5.30 Uhr klingelt der Wecker, wir haben jetzt kurz nach 6. Machen wir jetzt auf den Weg wieder zum Drescher. Wir wollen den noch umsetzen. Ja, wir wollen dann spätestens um 9 Uhr mit dem Umsetzen sozusagen fertig sein. So dass wir notfalls da halt noch eine halbe Stunde stehen und warten, bis es losgeht. Und ja, anstatt später ankommen und man hätte schon dreschen können. Gestern war es ja auch, mit Marc kam die Sonne raus, um 9 Uhr hat die gebrannt, wir konnten anfangen zu dreschen. Das hat uns ja den richtigen Boost gebracht. Ja gut, dass wir gestern eigentlich nur früher zu Hause waren. Aber man weiß ja nie, wenn was kaputt geht, dann kämpfst du hinten lang dich noch hart einen ab, damit du überhaupt fertig wirst. Naja. So wie dazu, also ich fahre jetzt hin und dann hole ich euch, glaube ich, wieder dazu, wenn wir den Drescher umsetzen. Eins wollte ich euch noch zeigen. Ich hatte letztens richtig Glück. Ich habe ja einen Erntehebel, ist mir abgebrochen und der ging ja durch einen Mähdrescher durch. Und der ging auch durch einen Häcksler durch. Und Gott sei Dank sind die Häckslermesser heil geblieben. Aber ihr seht, der wurde hart malträtiert, ne? Aber Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt, dass da nichts weiter passiert ist. Ich habe auch schon mal, da gibt es auf Instagram gibt's eine Firma, die heißt Flexfinger. Die sehen auch sehr interessant aus. Habe ich jetzt versucht, einen Satz zu bekommen, aber das ist kanadische Firma. Oh, das ist ein ewig langer E-Mail-Verkehr. Da bist du denn mal, du musst 20 Mal die Details, sollen mir einfach den Preis sagen, sollen sie mir jetzt schicken und dann ist gut. Oh, naja, gut. Andere Geschichte. Aber die hätte ich ja immer ausprobiert. Und beim X9 sind auch welche so aus Hartplastik dran. Die sehen auch ein bisschen geiler aus. Wenn die da mal durchgehen oder abbrechen inzwischen. Ich glaube, die sind einfach nicht mehr Zahn der Zeit, diese Ehrenheber, habe ich das Gefühl. Also diese Hartmetall-Dinger, ich glaube, da brauchst du einfach ein bisschen flexiblere, die man wahrscheinlich auch ein bisschen besser durch den Bestand führen kann, die nicht so hart gegenüber Steinen da sich gegenhalten und so. Schreibt mal in die Kommentare, mit was habt ihr denn Erfahrung von den Ehrenhebern? Weil die holen den Teppich schon gut hoch. Viele sagen, ja, musst du einen anderen Schnittwinkel fahren und mit der Haspel und schön hochgreifen. Also ich habe das ja ein paar Mal probiert so, aber ich habe schon das Gefühl, mit den Ehrenhebern geht es deutlich angenehmer. Gerade so halbhohe Bestände, die rutschen richtig schön hoch. Finde ich besser, finde ich persönlich besser. Ich mag lieber mit Ehrenheber fahren. Und dann ist ja noch ein Punkt, aber den müssen wir vielleicht nochmal am Mähdrescher besprechen. Viele sagen, sie fahren mit halbem Ehrenhebersatz. Haben wir früher auch gemacht, aber früher, muss man sagen, waren die Nippel für die Ehrenheber viel enger zusammen als beim Schneidwerk jetzt. Ich habe bei meinem Schneidwerk jetzt, glaube ich, 6 Finger dazwischen. Und früher, glaube ich, waren es immer nur 3 oder 4. Da sind wir auch immer mit einem halben Satz gefahren. Jetzt ist aber der Abstand weitaus größer. Und jetzt muss ich sagen, sind immer so 50 cm zwischen einem Ehrenheber zum anderen. Und wenn ich da jetzt jeden zweiten fahre, habe ich erst im Raps gehabt, ja, dann habe ich da einen Meter zwischen und dann bin ich ja sozusagen von Raps zu der Gerste gefahren da und das war zu weit auseinander. Also das reicht bei kleinen Pflanzen nicht, die rutschen ja wieder zwischen, da geht es mit vollen Satz dann besser. Aber ich glaube, das macht einfach den Unterschied, wie viel Nippel man da unten hat und für wie viel da ein halber oder voller ist. Also bei mir sind es, würde ich sagen, alle 50 cm. Jo, Leute, wir sind ja aus dem Drescher. Boah, Leute. Ganz vergessen, hier beim Umsetzen euch mit teilhaben zu lassen. Wir sind im Weizen und ist nicht schlecht. 7,1 hier im Durchschnitt. Also teilweise geht es bis 13, 14 Tonnen hoch. Und wir haben auch, ja, hier ist gerade eine Fahrgasse. Ist auf jeden Fall schön kopiert. Hier geht es noch, aber da hinten tatsächlich auch so kopiert, dass er komplett im Hundegang hinterher gefahren ist, der Drescher. Also richtig schräg. So,
und legen auf Schwatt. Das schafft uns natürlich noch ein paar Leistungsreserven, sodass wir hier, seht ihr ja, 44 Tonnen fahren wir im Durchschnitt, fahren wir aktuell, und da 36 Tonnen ist der Durchschnitt des Tages mit dies, das, jenes, da 14 für die Feuchte und Rohprotein aktuell 13%. Also die ernten hier noch E-Weizen. Und deswegen sind wir auch mit drei Dreschern am Fahren. Also der X9, der fährt hinter mir. Den sehen wir eigentlich gleich, wenn wir hochkommen. Dann fährt hier noch ein Trion 660 Schüttlermaschine. Und was kann ich euch sagen? Da sind Welten zwischen jetzt gerade der Leistung zwischen Schüttler und Rotoren. Also es ist wirklich Wahnsinnsleistung. Leistungsunterschied, kann ich euch so sagen, wie es ist. Während wir hier so die ganze Zeit zwischen 5 und 7 km/h fahren, also der X9 fährt irgendwo bei 70 Tonnen in der Stunde, das, was er aktuell macht. Also es ist schon viel Stroh dabei, wenn wir auf die 12 Tonnen zugehen, sodass da wir auch wirklich hier, wir kommen mal, seht ihr, 10 Tonnen, kommen auf 50 Tonnen in der Stunde. Aber da ist schon, da gehört schon viel Stroh dazu, was wir da durchschieben müssen. Und da kommt er auf 70 mal 80 Tonnen in der Stunde, sagt er. Das ist ein X9 1100, also ne, jetzt sagen die viele wieder, aber, ne, die schafft er nicht immer. Und, aber wir können gut mithalten, und wie ihr seht, jetzt wir haben 14 Uhr und ich habe hier 120 Tonnen jetzt weg. Also es schafft auf jeden Fall, das hier ist übrigens ein Bruch, also es ist ein 80 Hektar Stück, wie ihr seht, das ist ewig lang. Und ich habe heute Morgen, musste noch die äußere Runde für alle einmal nachholen. Also hier wird auf Schwatt gelegt und die innere Runde sozusagen immer gehäckselt. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich habe einfach mal über eine Stunde für eine Runde gebraucht und ich glaube 40 Tonnen oder so gedroschen. Also schockt schon. Wir haben jetzt hier einen Überladewagen und ich glaube drei Trecker mit Abfahrergespanne. Und Moment, ich muss mal hier einmal umdrehen. Also, was haben wir gesagt? Also, wir haben hier drei Trecker abgespannt, zwei oder drei LKWs, einen großen HW-Überladewagen. Und ja, was soll ich sagen? Ab und zu müssen wir stehen. Die Dinger sind absolut am Limit, die Abfahrgespanne. Also da wirklich, da geht nichts mehr. Wir sind auch gleich schon wieder voll. Wir fangen auch gleich an zu blinken. Und ja, da müssen wir gucken und hoffen, dass dann gleich einer kommt. Wahrscheinlich aber auch nicht mehr. Und dann müssen wir halt kurz warten. Das ist halt so, wie es ist. Es soll aber wieder regnen. Und der Betrieb möchte halt gern, was auch verständlich ist, der möchte jetzt gern seinen Weizen runter haben, weil noch hat er wirklich super Qualitäten und bekommt das gut bezahlt. Und je mehr das jetzt hier raufregnet, desto schlechter werden die Qualitäten, weil halt der Keimprozess in den Körnern beginnt. Und das baut die Stärke sozusagen im Korn ab und am Ende klebt der Teig nicht mehr. Deswegen hat er jetzt oder macht er jetzt hier so einen riesen Aufriss. Und letztendlich muss man sagen, es ist ja nicht teurer für ihn pro Hektar gesehen, wenn jetzt hier drei Drescher dreschen. Na gut. Er hat ja mehr Transportkosten, Fremdtransportkosten. Der Trion ist seine eigene Maschine. Und ja, jetzt helfen wir hier. Waren heute Morgen noch 100 Hektar Weizen. Heute Mittag müssten schon um die 40 Hektar weg gewesen sein. Jetzt sind es wohl schon fast 60. Wenn das heute trocken bleibt, dann machen wir die 100 Hektar hier weg. Und dann ziehen wir, wollte ich eigentlich nach Hause ziehen, meine Flächen erst fertig machen und dann weitersehen. Aber wir gucken mal, wie wir bis dahin sind. Also es geht hier gut voran. Ihr seht, 10 Tonnen Ertrag. Wir fahren hier um die 50 Tonnen in der Stunde. Also das schockt schon. Dann macht das auch schon Spaß. Und dann läuft in New Holland auch echt gut. Gute Kornqualität nach wie vor. Ganz wenig Bruchkorn, ganz wenig Verluste. Wir haben natürlich auch jetzt Glück, dass es auch jetzt wirklich sehr trocken ist, das Stroh, sodass das auch hier maximale Erfolge gibt. Ah, da vorne, ich weiß nicht, ob ihr seht, da ist der X9. Das steht jetzt, der macht wahrscheinlich da die kurze Distanz da weg. Und war wahrscheinlich auch voll. Was ist denn da passiert? Da liegt irgendwie Getreide hinterm Hänger. Als wenn der Hänger auf war und das aus der Klappe rausgerutscht ist. Wir werden sehen. Wir haben gerade, nee, wir haben nicht geblinkt, aber der Überladewagen fährt jetzt, glaube ich, gerade zum Trion. Und so sieht es aktuell aus. Also ich fahre auch manuell mit der Fahrgeschwindigkeit. Jetzt blinken wir. Das hier halt sehr kopiert. Und wie ihr seht, jetzt geht der Ertrag schon runter. Ja, wir kommen jetzt aus 10 Tonnen. Jetzt geht er wahrscheinlich auch auf 6 und 5 Tonnen runter. Und ich kann natürlich so viel schneller reagieren, schiebe dann dagegen, halte sozusagen meinen Durchsatz.
da ist das System leider Gottes noch nicht so intelligent, dass er das sofort sozusagen sich anpasst. Da müsst ihr halt im Vorfeld irgendwie die Bestände sehen können. Und so halte ich halt uns bei der Menge gegen und auch bei der Geschwindigkeit gegen, sodass wir auch die Mengen da schaffen. Soweit so gut erstmal. Ich will euch ja noch den X9 aufnehmen. Der kommt jetzt hier vorne gleich. Vielleicht schaffen wir die Tage noch, wir können ihn ohne Probleme auch mal fahren. Aber wir müssen es auch zeitlich schaffen. Und von daher, ich lasse ihn jetzt auch immer vorfahren, weil er kann doch ein km/h ungefähr schneller fahren als ich. Und ja, am Ende kommt dann der Trio mit der Schüttlermaschine. Der kann leider unser Tempo nicht mithalten. Aber weil es auch eine Schüttlermaschine ist, ein Trio- und Rotormaschine, müsste man sehen. Dem werden sicherlich letztendlich auch ein paar PS fehlen. Aber da vorne kommt er rangefahren. 13,80 Meter Schneidweg, sehr, sehr imposant, muss man sagen. Ist ein Riesending. Und ja, würde ich ansonsten auch mal fahren, die Tage, wenn wir das mal schaffen, werden wir sehen. So, wir haben 17 Uhr und der X9 nimmt gerade die letzten Meter weg. Wir haben ja das 80 Hektar Stück jetzt hier weg, können jetzt wohl auch breit umsetzen. Jetzt sind es wohl nur noch 30 Hektar, die uns gleich bevorstehen. Ich nehme euch noch ein bisschen mit und dann setzen wir morgen früh um. Zu Hause hat es geregnet, woanders regnet es auch überall. Wir haben jetzt ein bisschen Glück, dass wir hier anscheinend wirklich fertig machen können. So, also wie ich gerade erfahren habe, haben wir da einen kleinen Zipfel stehen lassen. Für jeden eine Bahn auf der anderen Ende, da fahren wir jetzt hin. Und ich nehme jetzt das, mache das jetzt da beim Überladewagen leer. Der Typ hat heute alles gegeben. Schöne Grüße gehen raus an Philipp. Der war nur auf Vollgas unterwegs. Der hat nicht einmal gestanden und geguckt, sondern angekommen. Dann haben wir den direkt voll gemacht, wieder übergeladen. So, jetzt fahr doch nicht weg. Jetzt will ich mich über dich ergießen. Ah, jetzt kann ich den noch gleich voll machen. Dann mache ich den hier im Transporter gleich voll und dann geht es gleich weiter aufs nächste Stück. Also da könnt ihr nochmal sehen, dahinter fährt jetzt der Trion, da der X9. Und irgendwas wollte ich erzählen. Also ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 200 irgendwas Tonnen. Der dürfte irgendwas bei 400 Tonnen haben, würde ich fast sagen. Ne, so viel kann er nicht haben. So viel kann er nicht haben. Irgendwie 300 Tonnen. Schwer zu sagen. Also auf jeden Fall hat 50% mehr Leistung hat er immer gehabt ungefähr. Wenn ich 20 Hektar hatte, hatte er 30 und. So ungefähr. Muss man aber auch sagen, ich habe die ganze Zeit hier auch die ganzen Löcher angemäht und er ist da meistens nur seine Bahn hoch und runter gefahren. Von daher, bis später. So Leute, wir haben, ich muss mal hier Lichter machen, da 22.11 Uhr. Sehen wir das hier irgendwo auch? Ne, da ist 21.09 Uhr. Der ist noch nicht gestellt. Da. 22.11 Uhr. Wir haben jetzt über 100 Hektar weg. Der X9 hat sich verabschiedet. Der ist ausgefallen. Da ist der Messerantrieb gebrochen. Und jetzt wird es auch wirklich zäh, muss man sagen hier. Also, das lässt sich inzwischen ganz schön steif dreschen hier. Man hört es vielleicht auch, das Material wird immer feuchter, obwohl wir Schwattablage haben, fahren wir relativ hoch noch mit den Motorauslastungen. Also die 40 Tonnen pro Stunde sind schon eine krasse Hürde geworden. Ich meine, der Ertrag ist auch sehr gut, also ich komme kaum noch über 4 km/h jetzt hier eigentlich die ganze Zeit. Pro-Protein auch noch 12%, Feuchte 13%, gar nicht so schlecht. Hat hier vorne noch ein bisschen genieselt, sodass der Strom ein bisschen feucht ist, aber das Korn noch trocken. Ich hoffe, man sieht es. Ich muss noch mal Scheiben putzen hier. Hart gekämpft. Sieht auch wirklich gut aus, was der Drescher da noch macht um diese Uhrzeit. Und ja, wir haben jetzt hier das letzte Stück. Ich weiß nicht, wie viel das noch sind. Das sind hier ungefähr, waren noch 4 Hektar. Jetzt sind es vielleicht noch 2. Ist angemäht, da der Trion fährt die letzte Bahn drumherum. Und ja, was können wir sagen? Also ich habe über 40 Hektar, knapp über 40 Hektar gemacht. Der X9 hat 40 Hektar gemacht und der Trion dann irgendwann um die 20. So kommen die 100 Hektar zustande. Ja, eigentlich solide Leistung dafür, dass er ganz gut stand, der Weizen. Und dass ich teilweise auch ein bisschen Lager aufnehmen musste. Und ja, ich musste ja auch wirklich die ganze Zeit da anmähen, außenrum. Hier, die dritte Bahn wird hier immer gehäckselt.
damit man das wirklich auch hier in den Keilen vernünftig ein- und aussetzen kann, ne? Aber ihr hört es ja selber. Gerade hier sowas. Seht ihr? So, wollen wir ihn jetzt hier nicht über die Bahn packen, wenn er da kommt. Aber gerade hier am Vorgewende liegt es dann auch ein bisschen mehr, vermutlich vom Düngerstreuer, von der Überlappung oder so. Und da hat man dann halt auch gute Probleme, das jetzt aufzunehmen, gerade jetzt, weil es auch ein bisschen feuchter ist hier. Ne? Gleich ist wohl nochmal ein 2 Hektar Stück, das macht der Trion aber wohl alleine, da geht es wegen Umsetzen. Und ich mache gleich die Maschine fertig, puste die aus. Moment, ich lenke hier nochmal in die Bahn und dann sehen wir uns nachher nochmal wieder.